Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan OWL Teuton. Ja, kleines Status-Update hier von mir aus Clash Royale. Aktuell spiele ich es ja mal wieder eher weniger. Ihr seht das, meine Thronplätze sind alle ziemlich leer hier unten. Also da geht in jedem Fall noch was. Ich kann oben die Kronentruhe auch machen. Und ich würde sagen, wir schnorren uns ja im Moment die hier zusammen. Kleines Update gibt es natürlich auch von mir. Ihr seht das oben an meinen Juwelen, so ein bisschen was für Gold ausgegeben, denn ich habe so ein paar Truppen gelevelt. Das sind zum einen hier die kleinen Fledermäuse, die ich gelevelt habe. Dann habe ich mir gegönnt den Holzfäller, den hatte ich im Shop für 40.000 Gold. Und ich glaube noch so die eine oder andere Truppe. Aktuell nehme ich zwei Decks, die ich zur Auswahl habe. Und zwar ist das dieses Deck hier. Nach wie vor, also mit dem Ofen und dem Holzfäller. Ja klar, weil ich ihn natürlich auf 2 habe. Und ich nehme ab und zu auch mal dieses Deck. Mit dem tue ich mich noch ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, wir testen jetzt einfach mal beide an. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Also nach wie vor habe ich mich ja so ein bisschen nicht wirklich in Schweineberg festgefressen. Ich war auch schon mal wieder eine kleine Ecke tiefer, also unter 3000. Oder schon auf irgendwie so 2,9, habe mich dann wieder hochgekämpft und warte natürlich immer, dass der Gegner hier eröffnet und ich relativ billig jetzt hier in die Base erst beziehungsweise in den Kampf überhaupt erstmal reinkomme. Und so, eine coole Taktik ist übrigens auch mit den Fledermäusen hier und dem Holzfäller zusammen, wenn die erstmal richtig in Wut sind hier. Okay, da hat er sie mir zwar gegiftet, aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen hier, eine ist noch dran gewesen, okay, dann machen, hat er gut reagiert, okay. Aber ich bin doch noch dran an seinem Turm, ja, das geht ganz gut. Okay, 363 hat er noch, ja, da geht in jedem Fall was. So, mal sehen, mit was er jetzt kontert. Also ich werde jetzt in jedem Fall mit dem, das ist natürlich doof. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mit dem Golem rauskontern. Aber dann nehmen wir jetzt doch die hier und ziehen unsere Fledermäuse mal wieder hinterher. So, da hat er nämlich nur Bodenpersonal. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall der Turm. Jawohl, den haben wir gepackt. Und mal sehen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir gucken mal, dass wir da hinterher kommen. So, und dann einmal mit was außer Luft. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt auf den mittleren Turm, denke ich mal. Das können wir uns ruhig erlauben. Und so wie ich das jetzt sehe, schenkt er uns auch den Turm hier. Ja, dankeschön, das waren schöne 3 Türme hier. Für mich also gar nicht mal so schlecht. Ja, und ich habe den Golem ja noch nicht einmal gesetzt gehabt. Also das ist ja auch nicht übel. Okay. Dann testen wir einmal das andere Deck mit dem Holzfäller. Das ist dieses hier. Mal sehen, ob das auch noch rockt hier oben im Schweineberg. Ich weiß es nicht so genau. Also ich nehme natürlich gerne den Holzfäller, weil es meine einzige gute legendäre Karte ist. Ich meine, ich habe natürlich auch den Elektromagier noch als andere Karte, aber nach wie vor fehlt mir zum Beispiel dieser nervige Eismagier hier an der Stelle. Oh, da macht er ja genau das, was ich eigentlich auch immer mache. Okay. Aber er macht's nicht gut. Das können wir besser, denke ich mal. Und deswegen machen wir das auch besser an der Stelle. Mal sehen. Der haut ja richtig, richtig nett zu. Jawohl, jetzt haben wir natürlich nichts, was wir ihm entgegensetzen können. Aber dann nehmen wir mal hier unsere Skellies für die Kleinen. Und auf der anderen Seite sind wir ja auch schon so ein bisschen wenigstens tätig. Oh, okay, da kommt er. Er kommt da mit dem Miner. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann pflanze ich ihm noch einen Ofen dahin. So. Jetzt hat er natürlich eine Walküre auf der anderen Seite. Und die werden wir aber abfangen mit den Minions hier. Und ja, das sieht eigentlich noch ganz gut, recht entspannt aus. Okay, jetzt
Jetzt haben wir mal die Zange, also mit 8 Stück muss ich jetzt einfach mal hier durchkommen. 5, 6, 7, 8. Zack. So wie er das eigentlich ja machen wollte, so machen wir das jetzt. Jetzt haben wir natürlich nichts in Backhand hier. Aber der Knall muss nochmal durchkommen. Hier kommt er auch, jawohl. Das ist unser Turm. Ja, also ne, beide Decks sind nicht schlecht. Und die Queen ist auch Geschichte. Und der ist noch nicht mal in Wut hier. Das ist natürlich super. Jetzt ist er erst in Wut. So, macht mein Magier jetzt genau das Richtige? Ah, nee. Shit. Ah. Mal sehen. Okay. Da kriegt er meinen Turm aber immer noch nicht. Eieiei, das ist eine. Ah, shit, das ist eine enge Kiste. Okay, da hat er in jedem Fall jetzt unseren Turm, oder? Nein, hat er noch nicht. Das ist cool. Ah, jetzt versucht das hier mit dem Buddler. Und der könnte natürlich jetzt zweimal reinschlagen. Macht er aber nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt ihn hier. Und er nimmt da den Elektromagier. Okay, dann schicken wir ihm jetzt mal eine richtige Horde hier. Mal sehen, ob die nicht durchgehen. Ah, ja. Die gehen in jedem Fall durch und unser Schwein wird jetzt auch, denke ich mal, einmal hier schlagen an der Stelle. Zweimal. Na komm. Ach, immer noch nicht. Okay, dann müssen es jetzt meine Zauber richten. Denke ich mal. Ah, shit. Oh nee, den könnten wir noch verlieren hier. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. Okay, dann haben wir jetzt doch gewonnen. Oh, haben wir Glück gehabt. Ja, haben wir Glück gehabt gerade. Mist. Naja, aber trotzdem zwei Kämpfe damit ganz gut gewonnen. Und ja, wenigstens wieder ein bisschen in den Pokalrängen hier Richtung. Was ist es eigentlich? Welche kommt denn eigentlich danach? Mit, oh, 3.800. Okay, das ist ja jenseits von Gut und Böse für mich. Aber das ist auch noch nicht mein Höchststand. Ich war schon auf 3.193, also mal gar nicht schlecht. Und zweimal das gleiche Deck hintereinander ist sicherlich nicht so gut. Deswegen spielen wir noch einmal, denke ich mal, das Deck hier. Die machen wir eben mal auf, dass wir den Platz hier freikriegen. Und das war hier, ja, mal sehen. Vielleicht noch eine Truhe reinbekommen. Ah, ist immer schwierig. Dreimal hintereinander. Meistens ist einer dabei, der halt fail geht. Das ist nun mal so. Aber ich denke mal, wir kommen jetzt mal mit denen hier auch mittig, sodass sie sich so ein bisschen teilen. Was hat er da? Den Buddler? Okay. Ah, den mag ich natürlich gar nicht. Und da hat er den Eismagier. Okay. Den mag ich erst recht nicht. So. Oh, was hat er da denn? Ja, da hat er jetzt geblitzt. Okay, ich musste mal eben so ein bisschen ruhiger werden. Und der Holzfäller, ah, er hat auch ein Holz. Okay, er hat auch ein Holz an der Stelle. Naja, okay. Ach ja, mal sehen. Ich weiß noch nicht, wie ich mich jetzt gegen den wehren soll. Er spielt mit einem Deck, was ich gar nicht kenne und gar nicht beurteilen kann, weil ich mal wieder die Kosten nicht kenne. Ihr kennt das ja. Toto kennt die Kosten seines Gegners nicht und deswegen ziehe ich hier jetzt einen Golem raus. Da muss er ja jetzt in jedem Fall zur Verteidigung kontern. Er weiß jetzt natürlich, dass ich jetzt gerade 8 Stück ausgegeben habe und jetzt natürlich erstmal meine Truppen nachkommen müssen. Und ich denke mal, ah ne, da der Feuerball war vielleicht doch nicht so gut. Ich weiß es nicht genau, wie gut der Feuerball ist oder wie schlecht der Feuerball hier war an der Stelle. Die prügeln natürlich wirklich nett auf meinen Golem ein. Aber das ist nicht so tragisch. Da können wir noch ein bisschen mit Luft kontern. Wir kommen aber auch nicht an seinen Turm ran. Ja, das kommt noch dazu. Ah, dieser Eismagier, der nervt mich so ab. Und ich habe ihn ja selber nicht. Ja, das ist echt eine Nervzicke, ey. Keine Frage. So. Wir müssen aber den Buddler. Guckt euch das mal an. Alter. So, jetzt hat er aber sein Holz schon weg. Und mal sehen. Die nehmen sich jetzt erstmal den vor. Ach, shit. Okay, wir haben wenigstens schon mal so ein bisschen was an seinem Turm geschafft. Wenn auch nicht wirklich super viel. Aber er weiß jetzt natürlich, dass ich einen Golem habe. Den ziehe ich jetzt auch wieder raus. Gar keine Frage.
Und die muss ich in jedem Fall jetzt so ein bisschen aufhalten hier, die Jungs. Und die Luft einhalten vielleicht hier mit den Fledermäusen. Und mit dem hier. So. Oh, das. Jetzt hat er da schon zwei Stück stehen da vorne. Ach, das sind Minenwerfer. Okay, die müssen wir irgendwie mal wegmachen. Und so, da hauen wir jetzt aber mal einen Feuerball rein, dass das jetzt mal ein Ende hat hier. So, und nochmal ein Kampfholz. Und nochmal ein bisschen was außer Luft. Mal sehen, mein Mini-Golem ist da vorne. Das ist ja, oh, er ist aber auch nah an unserem Turm hier. Deswegen setze ich hier mal nur einen Ritter, denke ich mal an der Stelle. Denn ich weiß, was da immer diesen doofen Schaden verursacht. So. Ach, shit. Okay, den hat er geholt. Naja, habe ich ja gesagt, Kampf vorbei. Ja, ist nicht schlimm. Haben wir zwei gewonnen, einen verloren. Und mit einem Turm, also trotzdem eine knappe Sache. Also gar nicht mal so schlecht. Ich halte mich hier ganz gut. Und ihr seht das auch, ich mache jetzt diese Truhe hier auf, weil ich jetzt gleich ins Bett gehe. Und ich hoffe, die Folge Clash Royale, kleines Update, hat euch trotzdem mal wieder gefallen. Wenn das so ist, lasst mir das einfach in den Kommentaren nieder. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.